Zufälle gibt es nicht. Ich habe nicht verstanden, dass Teile unserer Regierung nicht einsehen wollten, wie beträchtlich das Ausmaß dieses Graus war. Es ist so viel runtergespielt worden. Und das möchte ich auch jetzt nicht nur auf die verheerende Informationspolitik der Sowjetunion zurückführen. Wir wollten auch lieber die beruhigenden Nachrichten als die nicht beruhigenden. Das ist eine harte Aussage, aber so habe ich es damals und vor allen Dingen in dem Nachdenken über diese Gesamtsituation, muss ich sagen, wir kamen fast in der Gefahr um und meinten, wir hätten die Gefahr im Griff.